Jungs ganz herzlich. Philipp Krieger. Hat das ein Zeichen, 36.000 Teilnehmer, die friedlich zusammen mit Völkerverbindens auf die Strecke gehen. Der Sonntag für mich ein wichtiges und sehr besonderes Rennen, weil es tatsächlich auch mein letztes Rennen werden wird. Und zumindest das letzte Rennen als Leistungssportler, als Profi. Ich weiß nicht, das große Talent, ich musste immer viel dafür arbeiten. Ich glaube, Resilienz war irgendwie was, was mich, glaube ich, in der sportlichen Zeit auch ausgezeichnet hat, aus Rückschlägen zurückzukämpfen, um weiterzumachen und vielleicht nochmal den Minutenmarathon schneller laufen zu können. Muss ich auch sagen, habe ich gemerkt, das bin ich nicht mehr bereit dafür, alles andere anzuschalten. Große Entscheidung jetzt, ne? Glaube ich. Also sowas macht man sich natürlich nicht leicht. Ja, es ist schon natürlich auch eine übrige Portion Demut dabei. Es ist emotional natürlich. Das ist das Leben, was ich eigentlich von klein auf gelebt habe. Das sozusagen jetzt hinter sich zu lassen, fühlt sich schon auch erstmal ein bisschen komisch an, natürlich, weil man ja auch so genau weiß, was kommt jetzt so danach. Ich freue mich auf, was danach kommt. Das ist sicherlich die Zeit für Family und so, das wird großartig. Ja. Oder? Morgen, meine Lieben. Morgen, hey. Meine ihr Schlafmäuse. Gar nicht mit dir gerechnet. Ne, echt nicht? Ne, irgendwie nicht. Ich dachte gerade so, ich bin so gelaufen und du darfst noch schlafen. Was ist das? Top-Athlet, wa? Carbon. Geschichte wollen die Leute ich hören. Amateur. Normal. So einer vergisst das nicht. Felix ist so fit, ey. Weißt du, der macht. Angeblich arbeitet er so viel, aber ich mach den nur ganz der Trainingslager in Sri Lanka und so. Der wird noch hier, der plant was richtig Großes für Ende des Jahres. Was haben wir auf der Uhr? 3 Kilometer. Ja. Ei. Philipp ist doch fit. Also es sieht für mich auch so an, als ob ich hier gerade... Du meinst, das auch so 157 Puls, ja? Ich wollte sagen, ich schau lieber nicht auf die Uhr, dann Puls. Ich habe in den letzten 10 Tagen zweimal laufen und es ist richtig geil, wenn es immer die Stimme hinter uns hat, aber... Oder vielleicht doch deswegen erst geil. Ich wollte sagen, maximales Tapering jetzt für Sonntag nochmal. Alles raushauen. Und sich selbst überraschen mit viel wenig Training, dann vielleicht auch eine halbwegs okay Zeit auch. So, nach der durchaus nicht ganz so einfach eine Pressekonferenz für mich diesmal, wo das ja natürlich dann auch ein bisschen logischerweise emotional wurde, sind wir jetzt aber schon wieder bei der Messe, wo man mich ja sonst üblicherweise mindestens einmal treffen kann. Diejenigen, die beim Berliner Marathon letztes Jahr dabei waren, werden sich erinnern. Halbmarathon steht bei uns jetzt auch noch was an, und zwar die Jungs von In Silence werden wir besuchen am Stand. Ich könnte mal anteasern, dass wir neue Socken demnächst haben werden. Die gibt es da noch nicht, aber vielleicht habe ich die sogar schon drunter samt. Aber das ist, können wir vielleicht später mal was zeigen. Ah.
erzählen. Ja, das fand ich schon, da war ich schon am Struggle ein bisschen. Also das war, muss ich schon zusammenreißen. Aber it is. Okay. Ist. Aber hat sein Potenzial. Bauchgefühl fühlt sich gut an. Was findest du Film? Ich sehe schon wieder. So intensiv werden Bücher gelesen. Krass, weil ja. Die einfach die dummen Stellen durchgestrichen hat und hat gesagt, was ist das für ein Schmarrn? Das ist ein Quatsch. Sie hat das für eine Abi-Präsentation verwendet. Das ist krass. Also für mich ist es krass, dass das zu sowas auch schon gedient hat. So, heute mal richtig spät eingelesen. Erst tatsächlich 8.15 Uhr und 8.15 Uhr sollten wir hier sein, aber ja, dann haben wir die Kleine erstmal auch noch vorbereitet bzw. angezogen und so. Und die Barbara nimmt ja natürlich auch, muss ein bisschen ein paar Sachen mitnehmen. Die Victoria, sie thront dort oben 67 Meter hoch, die goldene Victoria, die goldene Elsen in Hand. Ja, möchtest du sie noch nennen? Nee. Das ist wirklich unsympathisch. Das ist wirklich unsympathisch, bevor ihr durchs Ziel macht. Jetzt geht's los zum Einlauf, Philipp. So zum Einlauf. Ich merke, ich habe eine Schicht gefühlt schon zu wenig zum Einlaufen. Brauchst du irgendwas? Ich könnte nur einen Pulli geben halt. Gut, alles gut. Ich gewöhne mich schon mal dran, dass das nachher wahrscheinlich auch noch relativ fresh wird. Ich glaube, das Outfit von letztem Jahr war nicht so schlecht für den Halben. Also ich glaube, ich werde da wieder gehen mit zwei Schichten. Ja, mach das. Und wenn du was wegwirfst, sammle ich es auch gerne wieder ein. 3 Kilometer hast du gesagt, wird jetzt eingelaufen? Ich bin nur noch Schmalspur eingelaufen. Okay. Wenn ich 5 mehr eingelaufen sind, eingelaufen. Mein Freund, bis gleich, ne? Schmeckt nach Cola. Ja, gut getan für den Hals. Ich muss sagen, jetzt, dadurch, dass es heute relativ kalt ist, ist auch Korken in Luft. Ich muss mir vielleicht tatsächlich heute mal beim Halben noch einen Becher unterwegs schnappen, damit man kurz den Hals ein bisschen anfeuchten kann. Noch. Ingwer Honig, Kräutertee oder sowas. Den noch schnell mitnehmen und dann unterwegs, das wahrscheinlich nicht, aber. Das überlege ich gerade, wie man hier noch Steigungen macht, aber es ist ja auch irgendwie sehr crowded hier. Hier in die Richtung und dann muss ich mich fast schon umziehen. Also ein sehr kurzes Aufwärmprogramm. Sehr schön. Muss reichen. Richtig. Genau. Werden wir uns wahrscheinlich irgendwie auf dem Rad sehen. Zumindest mal zu Beginn bei Eilish, bei Colgan. Um die Gruppe ein bisschen zusammenzuhalten. Ja? Hab jetzt unerwarteterweise ja dann doch noch eine kleine Aufgabe mitbekommen. Aber schauen wir mal. Gut, hoffentlich hat sie dann ein geiles Stand. Einer der absoluten deutschen Tops vom Marathon-Team Berlin hat ja angekündigt, heute bestreite ich mein letztes Rennen. Auf geht's, Jungs! Hopp! Und Philipp Flieger hat sich bereit erklärt, nachdem Marc Mehle hier darum gebeten hat, kannst du nicht die Eilish begleiten. Gute Tempoarbeit für die prominente Britin, für Eilish McColgan, und führt sie wieder ein bisschen ran.
hier kommt Philipp Flieger in seinem letzten Rennen. Und hier sein Freund und Trainingspartner Amanal Petrus. Glückwunsch Philipp, danke für dich und deine tolle Karriere, deine großartige Laufbahn. Philipp, ich wünsche dir für deine Zukunft als Nichtläufer alles Gute. Das ist euer Applaus. Ja, Philipp, alles Gute für die Zukunft. Es war mir immer eine Ehre, mit dir zu laufen und vor allem 2015, der Marathon wird immer im Gedächtnis bleiben. Danke dir. So, wir sind hier in der Adidas Sports Space. Wir haben uns versucht, hier eine etwas ruhigere Ecke zu suchen. Hier ist noch ein bisschen so After-Race-Party. Und jetzt, ja, was kommt jetzt? Das lasse ich mal ein bisschen auf mich zukommen. Ich freue mich jetzt auf das Danach, auf das neue Leben, auf mehr Zeit für meine kleine Familie und auch mehr Zeit für Freunde, muss man auch ehrlich sein. Und ja, bin mir ziemlich sicher, ich war nicht das letzte Mal. May I have your attention, please? And yeah, I'm very happy to have everyone here. I hope you're enjoying Hammer the Kleine surprise. Use the power of the Adidas brand to prove that it was possible. Das kann man nicht schöner sagen. Also, vielen Dank. Und deswegen auch ein kleines Dankeschön und eine kleine Erinnerung vom Marathon-Team. Dein letztes Trikot. Felix ist in Tränen nah, deswegen will er nicht mehr so viel sagen, aber er hat fürs leibliche Wohl gesorgt. Deswegen, da gibt es auch mal den Kuchen.